Hallo. Ich bin Maler und ich bin fast 15 Jahre alt. Ich gehe in Cottbus auf eine Privatschule. Ich stehe heute freiwillig hier und möchte meine Ansichten als Jugendliche laut aussprechen. Freunde von mir haben Angst, in die Stadt zu gehen, wegen den sogenannten Einzelfällen. Wir fühlen uns nicht mehr sicher in der Stadt, im Einkaufszentrum oder sogar in der Schule. Es laufen zwar mehr Polizisten in der Stadt rum, was gar nicht notwendig wäre, wenn es nicht ständig diese Zwischenfälle geben würde. Die Mädchen achten schon sehr darauf, sich nicht zu gewagt zu kleiden, um nicht begafft, angesprochen oder Schlimmeres. Wir können schon längst nicht mehr so frei und unbeschwert bewegen, wie es uns in unserer Heimat zusteht. Ich finde es furchtbar, dass Mädchen und Frauen sexuell belästigt werden von sogenannten Schutzsuchenden und nichts dagegen gemacht wird. Ich selbst habe so etwas erlebt. Ich hasse das Argument von anderen, aber Deutsche können das auch machen. Oder wir sind doch nicht besser. Denn es geht nicht darum, wer es machen könnte, sondern wer es macht. Und die Statistik ist sehr eindeutig, was Flüchtlingskriminalität angeht. Viele Erwachsene sagen, wir Jugendliche sollten uns unsere eigene Meinung bilden. Aber wenn wir dann mal eine Meinung haben, hört uns kaum jemand zu, wenn die Meinung nicht richtig ist. Also wenn sie nicht dem linken Mainstream entspricht und nicht Fridays for Future konform ist. Ich möchte, dass noch mehr Jugendliche endlich aufstehen und sich stark für ihre Heimat machen. Man muss das Fremde keineswegs hassen, um das eigene zu verteidigen. Ich liebe meine Heimat und möchte sicher in ihr leben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Marla. Das Problem in unserem Land.